Ich kann das ständige Gemeckere von Herrn Lauterbach und seine Warnungen nicht mehr hören. Es ist unglaubwürdig, vor Corona zu warnen und Kiffen zu erlauben, liebe Freundinnen und Freunde. Wir denken an die Menschen in der Ukraine. Aber anders als manche Grüne sage ich auch, wir denken auch an die eigene Bevölkerung, an das eigene Volk, wie wir sie schützen und stärken können in dieser schweren Zeit, liebe Freundinnen und Freunde. Der Eindruck der Deutschen, nicht der Politiker, der Eindruck der Deutschen ist, dass diese Regierung in Berlin überfordert wirkt, dass diese Regierung den Problemen nicht gewachsen ist. Und ich glaube, man kann sagen, die Ampel ist wohl eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Macht es richtig und macht es groß. Es braucht eine umfassende Bremse, und zwar ab 1.1. und nicht irgendwann im März, wenn der Winter vorbei ist, für Gas, für Heizöl, für Strom und für Sprit, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt keine Energie erst dann zweiter Klasse.